Dann machen wir jetzt eine kleine C-Introduction. Also, ich glaube, ich programmiere erstmal ganz kurz ein kleines Hello World Programm und dann erkläre ich so ein paar Sachen. Und dann gucken wir mal von da aus, wie weit wir kommen. Ich denke, das ist so ziemlich das kürzeste C-Programm, das auch noch kompiliert, was man schreiben kann. Und zwar, hast du schon mal ein bisschen was mit C gemacht vielleicht? Oder dass ich so weiß. No. Okay, noch gar nicht, ne? Okay. Also in C hat man erstmal, was dann meistens ganz am Anfang steht, sind Include Statements. Also sieht man ja hier. Und das ist im Prinzip nur, wir suchen uns im Prinzip die Datei raus und kopieren die komplett und fügen die hier ein. Und da drin steht im Prinzip nur das Zeug, das wir brauchen, damit wir Printf benutzen können. Und der Entry Point in C, also die Main-Funktion, die heißt halt einfach Main, und da ist der Compiler auch ziemlich liberal, was er zulässt, weil das, was ich hier gemacht habe, ja, das ist jetzt im Prinzip nicht die komplett korrekte Signatur. Und man sieht auch hier, dass der Integer, also das Wort Int, das sagt, gibt eigentlich an, welches Wort, also welcher Wert zurückgegeben wird, also welcher Typ zurückgegeben wird von der Funktion. Und wir sehen ja hier, wir haben gar nichts zurückgegeben. Normalerweise, wenn wir es sauber machen würden, müssten wir hier noch Return 1 oder sonstiges angeben. Am besten Return 0, weil das ist meistens dafür, steht meistens dafür, dass alles gut gelaufen ist. C ist ja ziemlich liberal, was es zulässt. Wir kommen da später nochmal zu den Werten an sich, aber da steht im Prinzip nur der Typ von der Variablen, der ist von dem, was zurückgegeben wird. Also ein Integer steht hier für eine Ganzzahl. Das heißt, die Funktion, von der wird erwartet, dass eine Ganzzahl zurückgegeben wird. So, wenn wir das jetzt ausführen wollen, dann können wir das ganz normal, dann können wir das kompilieren mit dem GCC-Compiler, den benutze ich meistens, und geben dann hier die Source-Datei an. Also, davor müssen wir natürlich erstmal die Datei speichern. Und dann können wir die Datei kompilieren, indem wir einfach die Datei angeben. Und dann unsere Output-Datei. Die nennen wir jetzt einfach mal hello.elf. Und dann übersetzt uns der Compiler den C-Code in ein ausführbares Programm. So, hat auch gut funktioniert. Und dann führen wir es mal aus. Und ja, wir haben jetzt hier gleich den ersten Fehler. Und zwar Permission denied. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Und zwar müssen wir natürlich der Datei unter Linux natürlich noch ausführbare Rechte geben, dass man die ausführen darf. Dann sehen wir hier, dass das Programm uns eben Hello World ausgibt. Und das ist, sage ich mal so, das einfachste Programm, das wir eigentlich schreiben können. So. Wir haben ja hier gesehen, wenn wir jetzt hier nochmal eingehen, dann war das Kompilieren im Prinzip ein Schritt. Also wir haben hier wirklich nur GCC aufgerufen mit unserer Source-Datei und haben dann gesagt, ja, bitte gib uns ein ausführbares Programm zurück. Aber eigentlich besteht der ganze Spaß hier aus drei Schritten. Und zwar der erste Schritt ist hier der Präprozessor. Das ist alles. Alle Kommandos, die eben mit so einer Raute beginnen. Und der führt einfach nur Textersetzungen durch. Das heißt, also der ist wirklich ganz stupide und macht einfach nur Copy-Paste-Anweisungen. Die Copy-Paste-Anweisungen können zwar ziemlich kompliziert werden, aber hier in unserem Fall sagt er einfach, macht er einfach nur, der sucht diese Datei raus, öffnet die Datei, kopiert alles, was drin steht, und fügt es dann hier oben ein, an der Stelle. Und danach kommt dann der richtige Compiler und übersetzt das Ganze
erst einen Assembler-Code und dann die Assembler-Anweisungen in Maschineninstruktionen. Und wenn wir jetzt mal nur compilen wollen, also wirklich nur compilen wollen, dann können wir das minus C angeben. So, minus C. Und das gibt uns dann kein ausführbares Programm zurück, sondern nur eine Object-Datei. So. Ich gehe mal ganz kurz aus Vim raus, weil dann können wir uns hier mal die Dateien anschauen. Und zwar haben wir es hier. Ich mache mal hier nochmal das Ganze ein bisschen schöner. So, und zwar haben wir jetzt hier einmal das ausführbare Programm, das wir vorher erstellt hatten. Und jetzt haben wir hier aber auch noch eine Object-Datei, die wir durchs pure Kompilieren im Prinzip bekommen haben. Wenn wir uns die Dateien jetzt mal untersuchen, einmal das O. Einen Moment. Das ist natürlich auch eine 11-Datei. Ja, genau. Und zwar sehen wir hier, dass die Datei nicht ausführbar ist, weil der Linker den Entry Point noch nicht gemappt hat. Das ist jetzt im Prinzip nur eine Datei, die wirklich nur in Assembler Code übersetzt wurde und dann in Maschinencode. Aber damit das Betriebssystem das ausführen kann, muss es natürlich von dem Object-Dateiformat noch in ein richtiges Programm umgewandelt werden. Und das heißt, wir könnten theoretisch mehrere Object-Dateien haben und die dann kombinieren in ein Programm. Und damit ein Programm starten kann, dann muss vor allem feststehen, wo im Prinzip der Entry Point ist. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip macht der Linker dann, was wir dann beim nächsten Schritt machen würden, also wenn wir das nochmal aufrufen mit der Object-Datei, der macht nichts anderes im Prinzip, als jetzt festzulegen, also wo im Prinzip das Programm starten soll. Also wie gesagt, es ist ein kleines bisschen komplizierter, aber das ist im Prinzip der Hauptpunkt, der uns interessiert. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir die Hello 11 auch wieder starten. Und dann kommt auch wieder Hello World raus. Genau. Ich denke, damit haben wir dann auch genug Theorie eigentlich. Dann machen wir nämlich gleich mal ein bisschen was Praktischeres. Und zwar wollen wir hier vielleicht ein bisschen Logik einbauen. Hast du vielleicht eine Idee, was wir programmieren könnten oder wollen? Eigentlich nicht. Vielleicht programmieren wir uns einfach mal einen ganz simplen, so einen Zinskalkulator vielleicht. So, ja, so einen Zinseszinskalkulator. Dass wir wissen, wie viel Geld wir zurückbekommen, wenn wir was Bestimmtes anlegen. Ganz wichtig. Ja. Und zwar legen wir einfach mal Variablen an. Und zwar nennen wir es einfach mal Money. So. Was haben wir jetzt mit der Zeile gemacht? Mit der Zeile, wir haben jetzt eine Variable festgelegt vom Typ int. Also das heißt, der Speicherplatz, den wir hier reserviert haben, der hat den Typ int. Also man kann sich immer das vorstellen, die Deklaration von der Variablen, wie das Erschaffen von einer Box im Prinzip. Und die Boxen haben im Prinzip eine bestimmte Form und Größe. Und diese Form und Größe wird dann immer durch den Datentyp angegeben. Das heißt, dass wir halt Integer in Integer-Boxen reinstecken können, aber wir können jetzt zum Beispiel Bananen nicht unbedingt in eine Integer-Box reinstecken. Genauso wenig können wir vielleicht sinnvoll, also es gehen tut es wahrscheinlich schon, aber ob es dann sinnvoll ist, können wir wahrscheinlich auch kein Integer in eine Bananenbox reinstecken oder so. So, was wir jetzt haben, ist erstmal nur eine Box. Und die ist jetzt mit irgendwas gefüllt, weil wir die noch nicht initialisiert haben. Das können wir uns auch mal gerade verdeutlichen, indem wir kurz printf aufrufen und sagen, wir wollen jetzt das momentane Geld ausgeben. So. Und dann gehen wir dahinter Money. Money ein. So. Was wir jetzt hier gemacht haben, also printf, das habe ich vorher nicht erklärt gehabt, tut mir leid. Das habe ich vergessen gehabt. Aber das ist im Prinzip ziemlich einfach. Und zwar geben wir hier am Anfang immer eine Schablone an, im Prinzip. Also ein Text, in den Sachen eingesetzt werden. Also die Sachen, die hier ohne Prozent stehen, die bleiben einfach genauso stehen, wie sie im Prinzip hier vorkommen. Und dann kommt hier ein Prozent.
Und dann dahinter kommt dann der Datentyp. Also es gibt Prozent D zum Beispiel, das steht für eine Ganzzahl. Und dann guckt es hinter printf das erste Argument, was noch nicht eingelesen wurde, und setzt es dann hier ein. Und in dem Fall wäre es dann unser Wert von Money. Genau. Dann speichern wir das kurz nochmal und gehen nochmal kurz raus. Und dann kompilieren wir das nochmal. Aber wir können das jetzt diesmal in einem Schritt machen. Müssen wir nicht unbedingt immer in zwei Schritten übersetzen. Und was ich hier zeigen wollte, das ist natürlich ein bisschen schade. Was ich nämlich zeigen wollte, ist, dass es nicht unbedingt 0 sein muss. Aber hier ist wahrscheinlich in unserem Programm ein bisschen zu wenig los, damit das irgendeinen anderen Wert annimmt vielleicht. Aber hier, ganz wichtig zu merken, ist, dass wir es hier nicht initialisiert haben. Das heißt, in dem Wert kann theoretisch alles Mögliche stehen. Aber wenn wir die Box befüllen wollen, am Anfang mit einem Anfangswert, dann müssen wir dem irgendeinen Wert zuweisen. Hier zum Beispiel eine 1. Und dann steht am Anfang eine 1 drin. Wir müssen dann nochmal übersetzen. Dann sehen wir hier, dass unser Geld momentan 1 ist. Hier, das hier ist natürlich noch ein bisschen unschön. Das ist, weil wir keinen Zeilenumbruch gemacht haben. Genau. Was es auch gibt, sind Escape-Sequenzen. Die werden immer mit so einem Backslash eingeleitet. Und da gibt es dann zum Beispiel Tab oder auch ein New Line. Also ein Tab wäre das hier. Und ein N wäre zum Beispiel eine New Line. Oder wenn man ein Backslash schreiben will, dann gibt es dafür auch eine Escape-Sequenz und das ist dann einfach nochmal ein Backslash. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Aber vielleicht noch Kommentare. Also wenn man hier jetzt nochmal so Gänsefüßchen schreiben würde, dann sieht man ja hier, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wenn wir nämlich in unserem String Gänsefüßchen drin haben wollen, dann müssen wir das auch mit einer Escape-Sequenz einleiten. So. Was ich auch noch kurz zeigen will, ist, es gibt einen Unterschied. Also das ist eine Initialisierung. Wenn wir das hier so machen, dann scheint das ja auf den ersten Blick erstmal genau dasselbe zu sein, ne? Aber das ist nicht ganz genau dasselbe. Das wird wahrscheinlich vom Compiler nachher optimiert, damit es wirklich dasselbe ist. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Initialisierung und einer Zuweisung. Und zwar bei einer Zuweisung, wenn wir hier auf der anderen Seite zum Beispiel ein Objekt hätten, das erstellt, also das größer wäre zum Beispiel, oder hier erstellt worden werden müsste, dann muss es nämlich rüber kopiert werden in diese Variable hier hinein. Während wenn wir das hier oben zuweisen mit dem Gleich in während der Initialisierung, dann wird das Gleich in der Variablen erstellt und muss nicht mehr kopiert werden. Und das spielt dann später bei größeren Objekten und bei, sag ich mal, wenn wir zu Loops kommen, dann eine größere Rolle, dass wir auf solche Sachen dann auch ab und zu achten. Auch wenn uns der Compiler da ziemlich unterstützt. Also unser erster Datentyp, was wir auch haben wollen, ist natürlich noch vielleicht ein Prozentsatz. Ja, wenn ich schreiben könnte. Und das ist unser Zins, den wir vielleicht bekommen. Und sagen wir, unser Zinssatz ist, weiß ich nicht, 10%, also 0,1. Dann berechnen wir ja unser neues Geld ungefähr so. Also Money ist gleich Money plus Money mal Zins. Würde man jetzt vielleicht denken, ne? So. Hast du vielleicht schon eine Idee, wieso das vielleicht jetzt nicht unbedingt aufs korrekte Ergebnis kommen könnte? Vielleicht, nee. Oder muss es vielleicht in Klammern, weil die, obwohl es Punkt vor Strich ist, einfach von links nach Das? rechts rechnen. Also wegen gutem Stil kann man das auf jeden Fall machen. Aber es Aber gibt die noch einen rechnen anderen. trotzdem Punkt vor Strich. Es gibt noch einen anderen Grund. Ich kann es ja gleich kurz mal zeigen, was dann nämlich rauskommt. Weil sonst würde mir vielleicht nur einfallen, dass man Money gleich plus Money plus mal Zins macht. Also dass Ich man das kann. erste Money durch ein Plus ersetzt, weißt du? Kann man auch gut machen. Aber ja, wir haben Geld geschrieben. Kein Geld. Gut, aber es kommt immer noch eins raus. Und zwar hat es was mit Datentypen zu tun. Das ist, was ich kurz erwähnt hatte. Und zwar kannst du dir hier vorstellen, wir haben ja hier ein Float.
Und wenn man ein Integer mit einer Float multipliziert, dann kommt hier auch eine Floating-Zahl raus. Und wenn wir hier ein Plus dazu rechnen, ist es immer noch ein Float. Aber wir wollen den Float, wollen wir jetzt wieder in eine Integer-Box stecken. Und bei einer Konvertierung von einem Float in eine Integer, da wird dann einfach die Nachkommastelle dann einfach wieder abgeschnitten. Also es wird nicht gerundet oder sonst was, sondern es wird wirklich komplett abgeschnitten. Das heißt, um das jetzt zu ändern, müssten wir jetzt hier den Datentyp auch wieder anpassen und hier am besten die richtigen Literale verwenden. Und dann können wir hier schon mal das Richtige zuweisen. Aber jetzt haben wir hier unten ein Problem. Und zwar haben wir hier, lesen wir hier eine Ganzzahl ein. Und wir wollen jetzt aber einen Float einlesen. Und für eine Floating-Point-Zahl lesen wir einen Float ein. So. Können wir hier nochmal rausgehen und speichern. Und dann sehen wir hier, jetzt haben wir das richtige Ergebnis bekommen. Jetzt könnten wir natürlich halt noch uns überlegen, wie viele Stellen wir uns ausgeben lassen. Aber ja, gut, das können wir kurz machen. Ist aber vielleicht nicht ganz so interessant. Und zwar können wir das einfach hier machen. Wenn wir es hier sagen, wir wollen nach dem Komma, dafür geben wir einen Punkt ein. Nach dem Komma wollen wir uns nur zwei Stellen anzeigen lassen. Dann geben wir einfach hier einen Punkt 2 an. Und dann sollte das uns wieder das richtige Ergebnis anzeigen. Wenn wir es besetzen und führen wir es aus, dann sehen wir, wir haben jetzt nur noch zwei Stellen. Weil danach, das hier hinten sind noch Cent. Und was es dahinter ist, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Das ist kein reales Geld, mehr oder weniger. So. Was wir uns aber jetzt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen schnell. Oder ich weiß nicht, kommst du so weit mit? Oder ist es auch Ja, verständlich? ich bin nur fasziniert, dass es so einfach geht mit den Nachkommastellen. Ja, das In Java geht das C. jetzt nicht so schön. In Java geht das ja nicht so schön. Das müsste in Java eigentlich genauso funktionieren. In Java gibt es ja auch system.out.printf. Println. Ja, aber auch Benutze ich aber. printf. Ja, genau. Aber wenn du da printf benutzt, dann hast du im Prinzip dieselbe Geschichte wie hier eigentlich im Prinzip. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass das dann auch funktioniert. Aber was du vorher schon gesagt hattest, wir können das hier auch natürlich verkürzen hier, indem wir einfach hier das Plus schreiben. Das geht natürlich auch. Und dann können wir uns auch die Klammern sparen. So. Aber was vielleicht ein bisschen langweilig ist, wir rechnen es im Prinzip nur einmal aus. Aber das könnten wir im Prinzip auch relativ gut noch im Taschenrechner oder im Kopf ausrechnen. Wo es ja wirklich spannend wird, ist ja, wenn wir das, Entschuldigung, wenn wir das halt wirklich für mehrere Jahre benutzen wollen. Dafür führen wir dann nochmal eine Variable ein. Ich benutze dafür normalerweise immer ein Size T. Wir können vielleicht nachher nochmal ganz kurz über alle Datentypen, die es so gibt oder die wichtig sind, vielleicht rübergehen. Zur kurzen Erklärung. Ein Integer ist immer eine Zahl, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Ein Size T kann immer nur positiv sein und ist auch doppelt so lang in den meisten Fällen. Und dafür geben wir jetzt mal die Jahre an. Wir wollen das vielleicht jetzt mal für 20 Jahre berechnen lassen. Ja, das können wir so stehen lassen. Also es gibt dann noch andere Kürzel, die wir hinten hinschreiben. Also diese Literale geben immer an, um welchen Datentyp es sich handelt. Wenn wir das hier bei Float weglassen würden, dann würde das als ein Double interpretieren, was im Prinzip ein Float ist, der einfach nur doppelt so lang ist, deshalb Double. Bei Size T ist es im Prinzip nichts anderes als ein unsignierter, also das kann nur positiv sein. Und Long ist einfach ein langer Integer und ein Long Long ist ein langer, langer Integer. Aber wir können das jetzt auch mal ganz normal als Unsigned lassen, damit es ist einfach nur ein unsignierter Integer. Ja. Aber was ich jetzt eigentlich, jetzt habe ich mich ziemlich lange wieder daran aufgehalten, was ich eigentlich zeigen wollte, ist die For Loop. Und zwar können wir hier, ich schreibe es mal ganz kurz aus. Und zwar sieht die so aus. Ich erkläre auch ganz kurz, wie die funktioniert. Aber die hast du ja bestimmt, also wenn du Java programmiert hast, schon relativ häufig gesehen eigentlich. Aber ich erkläre es mal nochmal kurz. Also hier oben
legen wir nochmal eine Variable an, eine Laufvariable, und initialisieren die. Das ist eigentlich, das ist relativ wichtig halt bei der For Loop, dass wir die gleich initialisieren. Und dann geben wir hier eine Bedingung an, bis wie lange die Schleife laufen soll. Und dann laufen wir einmal durch. Und danach wird dann der Schritt, der hier hinten angegeben ist, wird ausgeführt. Bei dem plus plus i wird dann einfach die Laufvariable i um 1 inkrementiert. Genau. Und im Prinzip den Rest können wir eigentlich fast so stehen lassen. Wir müssen das eigentlich im Prinzip nur noch die Zeile hier kopieren und die dann hier reinfügen. Und hier vielleicht wieder löschen. Und dann wird uns das Geld nach jedem Jahr im Prinzip ausgegeben. Können wir erstmal testen? Ja, gibt es Fragen? Oder? Ja, Ja. ich weiß jetzt nicht, ob das bei C anders ist, aber es gibt ja die Varianten einmal mit I++ und einmal plus plus I. Ja. Also ist das hier auch existent? Ja, da gibt es einen Unterschied. Den Der können wir gleich sollte mir, drauf glaube ich, eingehen. bekannt sein. Ja. Aber ja. Also wir können gleich mal drauf eingehen. Okay. Das ist ein bisschen besser in C++ zu erklären, weil man da die Operatoren überladen kann. Aber ich versuche mich gleich mal dran. Ich würde es nur ganz kurz nochmal kurz testen, ob das Programm auch wirklich funktioniert, was wir geschrieben haben. Aber es sollte dann uns das 20 Mal eben unser Geld ausgeben. Und dann sehen wir ja, wir starten hier mit einem Euro. Also nach dem ersten Jahr haben wir 1,10 Euro, dann haben wir halt 1,21 Euro und so weiter und so fort, bis wir dann eben so viel Geld haben nach 20 Jahren. Was eigentlich schon mal recht ordentlich ist dafür, dass wir nur 1 Euro angelegt haben, so, dass wir dann 7 Euro rausbekommen. Also gerundet. So, genau. Die Vorschleife ist eigentlich damit eigentlich relativ klar, oder? Oh ja. Gut, dann komme Aber ich. ich weiß nicht, ob das nur ich sehe, aber nach dem Geld ist da so ein roter Balken drüber. Ja, das ist Sprachkorrektur, leider. Tut mir leid. Ach so, okay. Muss ich vielleicht ausstellen mal. Ja, weil man erkennt da halt nicht, was da steht. Ja, das ist, wenn man es in Englisch schreibt, dann wird es erkannt. Ah, jetzt. Ah. So. Ja, ich habe halt die englische Sprache drin, deshalb. Dann schreiben wir ab sofort in Englisch weiter. Jetzt liest man das auch gut. Ja, Entschuldigung. Alles gut. So. Ja, komm, wir löschen das erstmal komplett raus. So. Und zwar, um das zu demonstrieren nochmal, machen wir jetzt nochmal eine Variable i. Die setzen wir einfach mal auf 1. Also, du kennst ja ungefähr den Unterschied, ne? Was? Von i++ und plus plus i. Ja, ungefähr. Okay. Ja, aber vielleicht für die, wenn wir das auf YouTube hochladen sollten. Wäre praktisch. Ja. Gehen wir hier nochmal. Zwei Variablen aus, um das mal zu verdeutlichen. Ich zeige erstmal das Problem auf vielleicht. Und danach zeige ich dann vielleicht, wie das dann intern funktioniert. Ja, ich habe es hier wieder, da kriegen wir wieder so ein nerviges Prozent. Das vergesse ich leider immer oft. Das New Line. So, jetzt haben wir hier noch mal was ganz Komisches. Das muss ich kurz noch mal nachschauen. Das ist jetzt selbst für mich unerwartet. Wieso ist denn das gerade rausgekommen?
Weil wir haben hier als erstes das Post, das Präfix und hier hinten das Postfix. Also eigentlich müsste hier vorne, müsste dann die 2 kommen und hier hinten müsste dann nochmal die 2 kommen. Oder nicht? Oder das ist undefiniertes Verhalten vielleicht. So, probieren wir es mal so nochmal. Aber jetzt, interessant. Muss ich mir auch Ja, nochmal nach, ja, muss ich ja auch nochmal nachschauen, wieso das jetzt so rausgekommen ist. Aber wir sehen es hier, wir kriegen jetzt zweimal zwei aus, obwohl wir hier im Prinzip zweimal ein Inkrement haben. Das heißt, was wir erwarten würden, wäre ja entweder hier eine 1 und hier eine 2 oder hier eine 2 und hier eine 3. Ne? Das würde man also intuitiv vielleicht erwarten. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied im Präfix und im Postfix. Beide erhöhen zwar die Variable um 1, aber in der momentanen Anweisung wird hier schon ein neuer Wert benutzt und hier wird ein temporärer Wert benutzt. Das heißt, wenn wir uns hier mal zwei Funktionen schreiben würden, jetzt kommen wir auch mal in den Genuss, Funktionen zu schreiben, und kriegen hier Referenzen, gibt es ja hier leider nicht, einen Integer-Pointer rein auf eine Zahl. Beim Präfix ist es dann relativ einfach. Wir geben einfach, ja, das müssen wir ganz kurz anders schreiben. Ich habe gerade überlegt, ob wir das in einer Zeile machen, aber das ist dann vielleicht nicht ganz so schön. So ist es übersichtlich, ja. Ja. Und zwar dereferenzieren wir den Pointer wieder und addieren dann 1 dazu. Und dann geben wir im Prinzip einfach den neuen Wert zurück. Ja, das ist jetzt natürlich Bullshit, was ich hier geschrieben habe. So. Und jetzt können wir unseren Präfix hier durch einen Aufruf ersetzen. Und zwar so. Und jetzt wollen wir dasselbe nochmal für Post machen, dass wir da auch wirklich den Unterschied erkennen. Und zwar, was machen wir hier? Wir legen jetzt hier erstmal eine neue Variable an. Und die nennen wir Temp. Und die bekommt den alten Wert von unserer. Warum auch immer. Ich bin gerade irgendwie nicht bei der Sache. Ich lenke zu viel ab. Ja. So. Wir legen jetzt erstmal eine neue Variable an und initialisieren die mit dem Wert von, also mit dem alten Wert von unserer Zahl. So. Dann gehen wir her und erhöhen unsere Zahl hier um 1. Ja, alles klar soweit. Und dann geben wir den alten Wert von unserer Zahl zurück. Ah Und ja, man, makes sense. ja. Und wir sehen hier, das ist angenommen, das ist in einer ziemlich densen Loop, also in einer Loop, die sehr, sehr oft wiederholt wird, dann kann das hier schon einen Unterschied machen. Man muss, wie gesagt, aus realistischer Sicht schon sagen, dass uns der Compiler da sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und er erkennt Stellen, wo wir schwachsinnigerweise ein Post-Increment benutzt haben, obwohl wir auch ein Pre-Increment benutzen könnten, also ein Prefix benutzen könnten. Und er setzt das einfach für uns. Der nimmt uns da echt sehr, sehr viel Arbeit ab. Er ist zwar an manchen Stellen immer ein bisschen blöd, sag ich mal, aber er macht auch sehr, sehr viele Sachen echt extrem gut. Je nachdem, welchen Compiler man benutzt, natürlich. Aber ich rede jetzt hier vom GCC. Der ist da an manchen Stellen echt wie Magie im Prinzip. Aber wenn wir jetzt hier die zwei Sachen ersetzt haben, dann sollte jetzt genau dasselbe, was wir gerade eben hatten, immer noch rauskommen. Wenn wir natürlich die richtigen Sachen reingegeben haben als Argument, was hier natürlich nicht der Fall ist.
Weil wir haben jetzt hier die Werte übergeben, worauf ich eigentlich erst später hinzukommen wollte. Aber eine Variable, also wenn man jetzt bei der Box ist, die hat ja immer einen Wert, also den Inhalt von der Box und halt eine Form, das ist der Typ von der Box und hat vielleicht auch eine Beschreibung. Und das ist die Adresse, sag ich mal, von der Box. Also wo man die Box findet. Und wir wollen jetzt hier nicht einen Wert übergeben, sondern eben die Adresse. So, wenn wir jetzt hier die Adresse übergeben haben, dann kriegen wir hier, das ist hier der Punkt, das ist ein Pointer. Also das ist im Prinzip die Adresse von einer Integer-Box, kriegen wir hier rein. Und hier der Punkt davor, der heißt im Prinzip nur, ja, wir haben eine Adresse, das ist das hier. Guck mal in die Adresse rein, was da drin steht. So. Und dann mit dem Wert da drin arbeiten wir dann. Macht das soweit Sinn? Weil das ist eigentlich ein bisschen fortgeschritteneres Thema vielleicht. Aber ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären, vielleicht. Also, wenn du dann Fragen hast oder so, dann kannst gerne fragen, ne? Diese Zeichen verwirren halt nur ein bisschen mit dem Sternchen zum Beispiel. Ja, die Notation ist wirklich, gerade aus anderen Programmiersprachen, wo man das gar nicht kennt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das ist im Prinzip nichts Kompliziertes an sich. Das erweitert, man kann das so sehen, das erweitert im Prinzip nur den Datentyp und ändert den. Also das war jetzt vielleicht noch komplizierter, als ich es eigentlich. Ich wollte es ja. Also das gibt im Prinzip nur an, dass es sich um eine Adresse handelt. Also hier haben wir davon einen Typ. Und dann die Adresse davon. So kann man sich das vorstellen. Und hier bei dem ist es halt wirklich so, du hast jetzt eine Adresse hier hinten und das Sternchen davor sagt, guck mal bei der Adresse nach, was da zu finden ist. Und arbeite dann mit dem Wert. Ja. Wird Genau. wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das checke. Ja. Kannst aber auch gerne fragen, wenn irgendwas ist, also wenn irgend so eine Kleinigkeit ist, die man erklären kann. Weil, ja. Also hier bei dem, wenn du einen Wert hast, also man kann sich immer vorstellen, wenn du ein Sternchen hast daneben, dann handelt es sich so um Adresse. Wenn du hier so einen Punkt hast, dann ist dahinter ein Wert. Also wenn du die Adresse von einem Wert willst, dann hast du dieses kaufmännische Und. Wenn du aber eine Adresse in einen Wert umwandeln willst, dann hast du ein Sternchen davor. Aber Pointer behandeln wir, sag ich mal, das können wir gleich noch machen. Ich wollte danach kurz noch globale Variablen noch machen. Danach können wir gerne kurz uns Pointer genauer anschauen, wie das genau funktioniert. Aber wenn du Adresse sagst, das hört sich die ganze Zeit an. Das erinnert mich halt aus Java an so ein Array, ich weiß nicht warum. Nee, das ist in Java, ist das ein Referenztyp. Okay. Du hast doch in Java native Typen, so wie Integer, Float, Double, Byte gibt es, glaube ich, noch. Ja. Boolean. Das sind die nativen Typen in Java. Die werden immer mit dem Wert übergeben. Aber du hast doch auch Objekte in Java, die immer mit der Referenz übergeben werden, ne? Aber gut, das gucken wir uns gleich an. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur hier das Post und Pre- und Postfix eigentlich klar machen. Wenn wir jetzt die richtigen Werte übergeben haben, dann sollte das auch compilen. Hat das jetzt auch. Und dann sehen wir hier, haben wir genau dasselbe. Um uns kurz nochmal den Code anzugucken. So. Das ist genau dasselbe, wenn wir hier ein Plus-Plus i geschrieben hätten. Oder hier, das ist genau dasselbe, wenn wir hier ein i++ geschrieben hätten. Und intern sieht der Code dann wahrscheinlich ungefähr so aus. Wahrscheinlich ein bisschen optimierter. Das ist jetzt nur, damit es halt einigermaßen verständlich ist. Ich hätte das vielleicht noch in eine Zeile quetschen können, aber gut. Ja. Man sieht hier, wird noch eine extra Variable angelegt. Und dann der alte Wert der Variablen zugewiesen und dann der alte Wert zurückgegeben, während hier die Zahl im Prinzip direkt erhöht wird,
und dann der neue Wert direkt zurückgeliefert wird. Was man sich vorstellen kann, wahrscheinlich, also deutlich performanter ist. So, ja. Also klar, wenn man das nur einmal macht, dann merkt man da wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber wenn man das ein paar tausend Mal die Sekunde macht, dann merkt man da wahrscheinlich einen kleinen Unterschied. Aber wie gesagt, in der Praxis würde gerade der GCC sowas würde der auf jeden Fall erkennen und das auch dann vernünftig eben ummappen. Genau. Ich denke, also Pre- und Postfix sind eigentlich klar, oder? Das war bei dir auch klar. Yes. Gut. Gut, ich wollte eigentlich noch. Sollen wir Pointer vorziehen? Wie du willst. Also mir ist das eigentlich relativ egal. Ah gut, dann machen wir kurz Pointer mal. Und zwar, indem wir das einfach mal, was ich zeigen wollte, ist eine Übergabe mit einem Wert und eine Übergabe mit einem Pointer. Ja, das Blöde ist jetzt, wir kennen jetzt wahrscheinlich gar nicht so wirklich, wo der Unterschied lag. Wir kennen das dann erst, wenn wir uns nochmal die ausgeben lassen. So. Wo vermutest du jetzt, ist denn jetzt der Unterschied zu dem Code, den wir jetzt gerade eben hatten mit den Pointern? Weil ich habe jetzt hier alles, was mit Pointer zu tun hatte, durch ganz normale Werte ersetzt. Ja, gut. Da kommt man auch nicht so hundertprozentig von alleine drauf vielleicht. Aber man kriegt so ein bisschen eine Ahnung, wenn man dann sowas hier sieht. Also nochmal zur Erinnerung, das war unser erster Wert mit dem Präfix. Ist ja schon mal richtig. Aber dann haben wir hier unser Postfix und dann haben wir hier unsere Zahl. Ja. Unser Money, glaube ich, ja. Das I war das, glaube ich. I, Entschuldigung, ja, genau. Genau. Und woran kann es liegen? Ist wahrscheinlich der Pointer schuld, weil der nicht da ist. Ja, aber Aber warum? das ist die Frage. Ja, genau. Und das ist nämlich der Unterschied zwischen Werten und Pointern. So. Dadurch, dass wir hier einen Wert übergeben, erstellen wir hier einen neuen Wert. Und der hat mit dem Wert hier nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn wir den hier um 1 erhöhen, dann ist es zwar schön, Also aber das hat keinen Einfluss auf unseren Wert hier unten. Man kann es sich so vorstellen, hier, wenn man sich das ganz primitiv vorstellt, unser Wert hat jetzt hier die Adresse 19, weil das in Zeile 19 stehen würde, zum Beispiel. Und unser Wert hier oben hat vielleicht halt die Adresse 8. Also so ist es nicht, aber so kann man es sich vereinfacht vorstellen. So. Dann erhöhen wir hier die Zahl an der Stelle 8 um 1, aber die Zahl an Stelle 19, die wird gar nicht erhöht. So. okay. Und wenn wir jetzt die Zahl an der Stelle erhöhen wollen, dann müssen wir die Adresse übergeben, wo das Programm die Zahl finden kann. Das war jetzt bei unserer Prä, aber das ist nicht so wichtig. Und dann müssen wir hier sagen, ja, wir kriegen keinen neuen Wert rein, sondern wir kriegen die Adresse von einem Wert rein. Und dann können wir hier in der Funktion schauen, was befindet sich an der Adresse und arbeiten mit dem Wert weiter. Das heißt, hier kriegen wir die Adresse rein von irgendeiner Zahl und hier gucken wir dann an der Adresse nach. Dann kriegen wir hier zum Beispiel die Adresse 19 rein und in der Zeile sagen wir dann, ah, gucken wir mal nach, was in der Zeile 19 steht und dann finden wir die Variable hier und gucken den Wert an.
von der Variablen und erhöhen den dann um 1. Macht das soweit Sinn? Also würde man das nicht benutzen, würde sich i im weiteren, also für den weiteren Verlauf nicht anpassen, sondern weiter 1 bleiben. Ja, Aber genau, wenn man ja. das da mitmacht, dann verändert sich das einfach auch weiter. Ja. Ich weiß nicht, halt, wie weit du in Java schon warst, aber das ist im Prinzip genau dasselbe wie mit nativen Typen und mit Referenztypen. Also wenn du irgendein Objekt von irgendwas hast, dann werden die immer als Referenz übergeben, das heißt immer mit der Adresse. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Spieler übergibst oder so in Java, dann kannst du den Spieler direkt verändern. Und in C kannst du es dir raussuchen. Da kannst du dann entweder den Spieler als Wert übergeben oder als Adresse. Das heißt, wenn du den Spieler, sag ich mal, nicht verändern willst und, sag ich mal, nur den Wert brauchst, dann kannst du den theoretisch per Wert übergeben. In der Praxis ist es zwar meistens schneller, mit Adresse zu übergeben, aber jetzt nur mal, um das Prinzip zu verdeutlichen. Aber wenn du den Spieler jetzt verändern willst, zum Beispiel, wenn du eine Funktion Move hast, dann willst du ja den Spieler, dann wirst du wahrscheinlich auf die Position vom Spieler zugreifen und den zum Beispiel halt um 1 nach vorne bewegen oder so. Dann musst du ihn per Adresse übergeben, um dann, den Spieler auch modifizieren zu können. Macht das Sinn soweit? Sollte, glaube ich. Okay. Ja, wenn du irgendwo Probleme hast, ich kann auch gerne irgendwie noch Schaubilder vielleicht machen oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist halt jetzt einfach gerade viel Input, also. Ja, das stimmt. Ja. Noch nie mit C gearbeitet oder so und jetzt auf einmal so viel. Ja, ich hätte gerne noch zwei oder drei Sachen vielleicht noch gemacht, wenn das okay ist. Und zwar, gut. Wenn du es schon mal gehört hast, dann lernst du es vielleicht auch schon mal schneller. Ist jetzt auch erstmal nicht ganz so wichtig, weil ich glaube, BitFriends geht da nochmal drauf ein, dann nächstes Mal. Wir machen hier jetzt erstmal nochmal alles platt und starten mal nur von neu. Damit es halt nicht ganz so kompliziert wird jetzt. So. Was wir momentan hatten, sind ja immer Variablen, die in der Funktion sind, zum Beispiel in der Main-Funktion. Also int i gleich 5. Und dann wollen wir hier eine Funktion aufrufen, add. Und ja, das ist Void. Also Void kennst du vielleicht als Rückgabetyp. Das ist einfach ein Typ, in dem nichts drin ist. Also das ist einfach eine Funktion, die nichts zurückgibt. Und zwar sowas hier. Und dann wollen wir hier, wir haben ja gelernt, dass plus performanter ist, also machen wir plus, wollen wir hier plus i machen. So. Hier erkennst du vielleicht schon das Problem, oder? Nein. Okay, dann zeige ich sie kurz. Und zwar sagt er hier, dass i nicht definiert ist. Okay. Undeclared first use of function, bla bla bla. Okay, da sind wir jetzt mal ganz schlau. Und ja, das will ich. So, wie kopiert man nochmal? Mensch. Ich das nur wegen der Reihenfolge. Ja. So, jetzt sind wir ganz schlau und sagen, ja, okay, jetzt ist i aber vor der Funktion definiert. Jetzt muss es ja bekannt sein, ne? Vielleicht.
Hoffentlich. Denken wir es. So, von unserer Logik her. Weil wir sagen ja, das ist die erste, the first use. Dann sagen wir ja, okay, davor war auch kein I. Aber jetzt sagen wir mal, ja, jetzt ist add nicht definiert. Blöd, ne? Aber was wir machen können in C, und dafür sind auch die Header immer relativ gut, also da stehen auch meistens solche Deklarationen drin. Wir versprechen jetzt C, okay, ich verspreche dir, ich habe die Funktion irgendwo, aber ich definiere die hier noch nicht. Das sagt diese Zeile hier. Das ist ein Prototyp, also eine Deklaration von der Funktion. Und hier unten haben wir dann die Definition der Funktion. Also wird es da drunten halt weitergeführt oder überschrieben? Keins von beidem. Wir versprechen hier oben nur, wir versprechen hier oben C nur, hey, wir haben die Funktion irgendwo. Also, dass es hier sich nicht wundert, dass es die nicht gibt. Macht es Sinn soweit? Ja. Also er läuft hier oben, also er läuft schon oben runter. Wir wissen ja, Precompiler fügt die Datei hier einfach ein und dann sagt er hier, ah, okay, die Funktion muss es irgendwo geben, ist notiert. Und dann läuft er hier drüber und dann wundert es sich erstmal hier, hey, die Funktion gibt es noch nicht, aber ich habe mir ja notiert, der hat mir versprochen, die gibt es irgendwo. Und dann sagt er hier unten, ah, okay, habe ich gefunden, kann ich dann einfügen. Macht soweit Sinn? Okay. Ja, weil er halt von oben nach unten arbeitet. Genau, ja. Performanter. So. Jetzt haben wir aber wieder ein Problem. So. Jetzt sagt er mir immer noch, Mensch, das ist immer noch die erste Benutzung. Aber wieso? Und eigentlich gibt es das in Java auch, und zwar diese Klammern hier, die geben immer den Scope an, in der sich eine Variable im Prinzip befindet. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel nochmal einen neuen Block erstellen. Angenommen, wir machen jetzt hier einen Block außenrum. Also wir kommentieren jetzt mal ganz kurz nochmal die Funktion hier aus. Und zwar haben wir dann hier einen eigenen Definitionsbereich. Das gibt dieser Block hier an. Und innerhalb, alles, was wir innerhalb hier von diesem Block definieren, das existiert auch innerhalb von diesem Block. Das heißt, wenn wir hier plus plus i machen, das ist dann kein Problem. Aber sobald wir hier rausgehen, wir machen hier mal einen Postfix, damit wir es unterscheiden können. Dann wird uns der Compiler wieder anmeckern. Das können wir gleich mal überprüfen, ob das auch wirklich so ist und ich hier keinen Mist erzähle. Wir haben Add noch nicht komplett auskommentiert, so wie es ausschaut. Ah, natürlich. Wir haben das hier immer noch verwendet. Das dürfen wir natürlich auch nicht. So. Aber jetzt sagt es hier bei unserem Postfix, Undeclared First Use. Aber unser Präfix ist problemlos durchgegangen. Ne? So, wenn wir hier diesen Scope wieder entfernen, dann müsste es das wieder problemlos kompilieren. Ne? Macht das soweit Sinn? Ich vielleicht. Also, dass immer die Variablen, die wir innerhalb von solchen Klammern definieren, die existieren auch nur innerhalb von diesen Klammern. Jetzt kommen wir also zu Klassenvariablen. Oder wie die heißen. Nein, das Klassen gibt es in C gar nicht. Well. Aber zum Beispiel Funktionen. Funktionen geben auch immer einen Definitionsbereich an. Sehen wir hier in den Klammern.
alles, was innerhalb von den Klammern definiert wurde, das heißt zum Beispiel das i hier, existiert auch nur innerhalb von diesen Klammern. Kann man das nicht mitgeben dann in Add rein? Das könnten wir theoretisch über die Adresse machen. Das können wir auch ganz kurz als Beispiel nochmal machen. Wenn wir hier sagen, ja, wir wollen das mitgeben und wir wollen auch wirklich das mitgeben, dann geben wir die Adresse davon mit. Das können wir auch gerne nochmal demonstrieren. Und dann geben wir hier natürlich den Wert, also die Adresse, Entschuldigung, von i nochmal mit. Und dann hätten wir dasselbe Prinzip nochmal, dass wir hier eben i erhöhen würden um 1. Bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass wir hier Klammern brauchen. Vermutlich nicht, aber aus Style-Gründen würde das hier schon Sinn machen. Macht das soweit Sinn? Ja. Gut. Aber eine andere Möglichkeit ist, wenn das nicht innerhalb von Klammern existiert, sondern hier außen. Ah, wir haben es i genannt, Entschuldigung. Mensch, muss ich nur schreiben können. So. Dann existiert es natürlich auch, ja, in dem Fall im ganzen Programm. Und dann müssen wir hier auch keine Nummer mehr mitgeben, um irgendwas zu erhöhen. Ja, ich habe hier auch eine falsche Variable benutzt, aber gut. Dann könnten wir das hier auch problemlos erhöhen, ohne irgendwas mitzugeben. Also das mit außerhalb der Klammern, das meinte ich gerade eben mit Klassenvariable. Also so habe ich es kennengelernt in Java. Ja, in Java ist ja alles im Prinzip eine Klasse. Aber hier haben wir außen keine Klasse. Das ist kein Teil von irgendeiner Klasse. Also in Java hättest du hier außenrum nochmal Definition, Entschuldigung, hier außenrum nochmal Definitionsbereich, ne? Ja. Sowas hier in die Richtung. Und hättest dann hier wahrscheinlich Class, Program oder so. Sowas in die Richtung. Ja, genau. Ja, aber das hier ist kein Teil von der Klasse. Das ist nur Teil von dieser Datei, also von dieser Translation Unit, sagt man. Aber in unserem Fall ist es ein bisschen zu verkompliziert. Also du kannst dir einfach denken, fürs ganze Programm gilt das jetzt hier. Also die nennt man globale Variablen, weil die eben global gelten. Global, okay. Ja. Genau. Und die haben eben einen Unterschied zu eben den lokalen Variablen. Ja, und zwar unterscheiden die sich auch, wo die gespeichert werden, zum Beispiel im Programmablauf, aber darauf geht Bitfrance dann nochmal nächstes Mal ein. So, was ich jetzt noch zeigen wollte, ist vielleicht, wie man, sag ich mal, ein bisschen komplexere Programme aufbauen würde. Dazu löschen wir jetzt nochmal alles. Was machen wir hier? Oder gibt es noch irgendwas, wo du jetzt vielleicht noch nicht mitgekommen bist, so ein bisschen? Also weit, so gut eigentlich. Okay, perfekt. Dann definieren wir uns hier jetzt einfach mal hier die Funktion add. Und was machen wir hier? Hier machen wir es mal einfach und geben einfach zwei Werte ein. So. Und wir wollen dann einfach zurückgeben.
Ah ja, was ich vielleicht noch machen könnte, ist Input-Output, wenn du daran Interesse hast. Ja. Ja, das machen wir dann gleich. Dann kommt, zieht sich jetzt doch eine Weile, ne? Aber ist ja auch okay. So. Am besten gehen wir jetzt vielleicht, damit es vielleicht ein bisschen sinnvoll ist. Aber ich will es wirklich nicht zu kompliziert machen. Gehen wir jetzt einfach mal zurück. So. Und zwar, woher weiß jetzt das Programm, dass es eine Funktion add gibt? Das weiß es ja nicht, ne? Genau. Fällt dir da irgendein Weg ein, wie man das machen könnte? Vielleicht wie eben vorne definieren, aber das. So wie wir es vorher gemacht haben, ne? Ja, also so wie eben in der Datei, dass wir dem Programm das versprechen, aber Ja, da bin genau. ich mir jetzt auch nicht sicher. So. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Und jetzt erstellen wir mal die Main. Und es hat aber nicht funktioniert. Schade. Ah, einen Moment. Wir haben aber vielleicht auch kurz was falsch gemacht. Und zwar habe ich hier natürlich Bullshit gemacht. Muss er nicht int 5 und int 4? Ja. Aber so könnte es ja vielleicht funktionieren. Ich habe irgendwie die Angst, dass es dann trotzdem nicht funktioniert. Aber es hat funktioniert. Ich war mir gerade auch nicht ganz sicher, ob wir noch eine Compiler-Flag mitgeben müssen. Aber hat funktioniert. So, jetzt haben wir aber zwei Object-Dateien. Ich kann es gerade noch mal anschauen. Wir haben jetzt einmal die Hello-OR und einmal die Main-OR. Aber wir haben jetzt kein Programm, das wir ausführen können, weil die Hello, die wurde zwar kompiliert, aber die kann add nicht aufrufen. Die wurde zwar kompiliert, aber hat keine Main. Und unsere Main, die hat zwar einen Startpunkt, aber die kann natürlich die add nicht aufrufen, ne? Und zudem ist es ja noch nicht im richtigen Dateiformat. Und da ist es das erste Mal wichtig, sage ich mal, dass wir halt einen Linking-Schritt haben. Und das können wir auch wieder ganz einfach mit Hello, GCC machen. Dass wir die Dateien im Prinzip zusammenlinken. Und zwar, indem wir einfach die zwei Object-Dateien angeben und geben dann danach unsere Output-Datei an. Also es gibt, gerade wenn man noch lower level geht, gibt es auch noch andere separate Programme, wie zum Beispiel den Linker LD, mit dem man auch linken kann. Aber ich benutze immer gern für alles den GCC, weil der ist echt gut. Und ja, wieso sollte man nicht den nicht benutzen, ne? Wir nennen es aber mal Main 11. Und wenn wir das jetzt eingeben, dann haben wir ein neues Programm. Was hast du jetzt mit dem Plus X gemacht? Ach so, ja, das ist nur, damit wir, ich kann mal ganz kurz nochmal, damit wir hier die Berechtigung, dass wir es ausführen dürfen, bekommen. Also die hier. Also anstatt 6 war das? Oder Also, hat dann jedes automatisch X? wir haben hier die Berechtigung, also wenn wir ls-al aufrufen, dann sehen wir hier die Dateiberechtigung, die hier, die ersten drei Slots hier, die sind für uns. Also welche Berechtigung wir haben. Und hier haben wir nur Lese, also Read und Write Permissions. Und hier haben wir noch ausführbare Permissions. Und davor hatten wir halt, wenn wir hier minus x machen, davor konnten wir die Datei nicht ausführen, aber das ist ja ein Programm und wir wollen es ja ausführen. Deshalb brauchen wir auch die Berechtigung, das auszuführen. Macht das Sinn soweit?
glaube schon. Das ist halt einfach nur Linux-Berechtigung. Unter einem Windows müsstest du die Berechtigung nicht extra geben. Aber das ist halt eine Sicherheitsvorkehrung, dass man das halt feinkörniger ja, managen kann. Einfach auch, dass man Sachen nicht außersehentlich ausführt, zum Beispiel. Deshalb machen wir hier plus x. Jetzt dürfen wir es ausführen. Und jetzt sollte kein Fehler kommen. Ne? Und alles gut. Ja. Und hat alles gut funktioniert. So. Das war jetzt, sage ich mal, unser erster Schritt, um, sage ich mal, ein bisschen komplexere Programme zu schreiben. Man kann sich aber vorstellen, dass hier dann natürlich, wenn man größere Programme schreibt, da hier ganz viele Definitionen zusammenkommen und man die vielleicht auch in mehreren Dateien definieren muss, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel denkst oder so, da wirst du zum Beispiel eine Log-Funktion nicht nur hier definieren müssen, sondern in sehr, sehr vielen anderen Dateien auch noch. Das heißt, man hat sich da, wir kennen jetzt schon den Präprozessor. Hatte ich schon richtig, ne? Und damit kann man ja Dateien suchen und kopieren und einfügen, ne? Und das machen wir uns hier zunutze. Und zwar, ja, was ich noch sagen wollte, und zwar diese Hoch, also diese Anführungszeichen, die geben an, dass wir im momentanen Verzeichnis im Prinzip versuchen wollen. Und vorher hatten wir diese Zeichen hier. Die geben an, dass wir in einem Compiler-Include-Verzeichnis suchen wollen. Das ist der einzigste Unterschied zwischen den beiden Symbolen. Das gibt nur an, wo wir starten wollen zu suchen im Prinzip. Und was es dazu in EC gibt, sind Header-Dateien. Das ist ein bisschen lang. Machen wir einfach mal dev.h. Und wir erkennen ja, wie gesagt, schon den Präprozessor. Das heißt, der läuft als allererstes drüber und macht die Sachen, die wir ihm vorgetragen haben, ganz stumpf und stupide. Und hier sa sagen wir ihm einfach nur: Ja, hey, such die Datei dev.h im aktuellen Verzeichnis, wegen den wegen den Quotes hier. Und kopiert den kompletten Inhalt und paste ihn genau an diese Stelle hier ein. Das ist alles, was der Präprozessor an der Stelle macht. So, jetzt brauchen wir aber natürlich auch noch eine Datei dev.h, ne? Und alles, was wir hier machen, ist das, was wir gerade eben schon hatten. Ist einfach die Definition angeben. So. Und jetzt sollte es genauso funktionieren, wie wir es gerade eben schon hatten. Und zwar, wo ist es? Das ist es nicht. Ja, gut. Wir wollen hier Hello kompilieren. Oh. Irgendwie will das gerade nicht so, wie ich das will. Und können dann das wieder in eine Object-Datei hello.o kompilieren. Und das sollte jetzt genauso funktionieren, wie es gerade eben auch funktioniert hat. Und dann sollten wir die zwei Programme, also die zwei Object-Dateien auch wieder im Programm eben linken können und haben dann wieder unser neues Programm. Und wenn es alles geklappt hat, dann sollten wir das auch ganz genauso ausführen können, wie wir es gerade eben auch schon ausgeführt haben. Und das hat auch geklappt jetzt wie gerade eben schon. So, aber du hast jetzt gesehen, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand, vor allem wenn wir jetzt nicht nur zwei Dateien haben, sondern vielleicht einige mehr.
Also wir haben jetzt hier schon wieder halt zwei Befehle gebraucht, aber ja, man kann sich vorstellen, wenn mehrere Object-Dateien neu kompilieren will, dann braucht man mehr und mehr Befehle, ne? Und dazu gibt es auch einen Common Workaround. Es ist zwar jetzt nicht so einheitlich wie in anderen Sprachen, aber in C und in C++ gibt es verschiedene Build-Tools und sage ich mal, das bekannteste oder eins der bekanntesten ist vor allem für C ist Make. Und das ist ganz einfach. Da müssen wir einfach eine Make-File definieren, geben das Ziel an, das wir kompiliert haben wollen. Also in unserem Fall Program 11. Und dahinter geben wir an, von was es abhängt. Also wenn sich eins davon verändert, also bei uns ist es nicht he, sondern hello. Oder wenn sich main.o verändert, wollen wir das Programm im Prinzip neu kompilieren. Macht das soweit Sinn? Vielleicht? Oder verstehst du den Sinn Schon. dahinter? Okay. Ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie man den Target dann angibt. Deshalb schreibe ich es einfach nochmal aus. Also, hier oben geben wir unser Target an, was wir kompilieren wollen. Also, was unser Ziel ist. Und dann geben wir hier dahinter an, wann das getriggert werden soll. Das heißt, wenn sich eine von den beiden Dateien verändert hat, entweder hello.o oder main.o. Und hier unten drunter geben wir dann den Befehl an oder die Befehl, Entschuldigung, oder die Befehle, die ausgeführt werden sollen, wenn eben die Dateien verändert wurden. So. Und dann müssen wir natürlich noch unsere zwei anderen Targets angeben, und zwar hello.o. Und das hängt nur ab von hello.c und von unserem dev.h.